Rund 7000 Fans zog es auf die Nordmole in Mainz. Summer in the City 2014 präsentierte hier Max Herre und das Kahedi Radio Orchestra live und open air. Max Herre spannte den musikalischen Bogen bis zurück in die Zeit mit Freundeskreis in den 90er Jahren. Hallo Deutschland! Mit auf der Bühne auch Special Guest Fetsum und Joy Denalani. Zweieinhalb Stunden performten Max Herre und seine Freunde. Dem Publikum gefiel es. Das war der Wahnsinn und er ist so geerdet und ich finde ihn einfach phänomenal. Es war ein bisschen kalt, aber die Musik war super, die Stimmung war gut und wir hatten eine super Aussicht. Echt spitze. Das beste Konzert dieses Jahr. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es ihm zum Geburtstag geschenkt. Genau, und ich bin sehr dankbar, dass er mir das zum Geburtstag geschenkt hat. Bei mir hat es auch sehr gut gefallen, ja. Meine Highlights war eigentlich so die Gesamtatmosphäre. Wo kriegt man 25 Leute auf der Bühne, die einfach so eine perfekte Show abliefern? 2,5 Stunden unter strahlendem Sonnenschein, perfekt. Die frühen Sachen, die Sachen von früher, Freundeskreis, Esperanto, wenn der Vorhang fällt, Tabula Rasa, das waren die geilsten Sachen. Ja. Also für mich definitiv Tel Aviv. Definitiv Joy Denalani und wenn der Vorhang fällt. Natürlich die Lieder wie Anna und Halte ich eine Liebe fest zum Beispiel. Wir sind Kinder der 90er, insofern war es für uns toll, alle wieder auf einem Haufen zu sehen. Verschiedene Musikrichtungen kamen zusammen, aber trotzdem war es eine Richtung. Also jeder hat seinen eigenen Stil, aber doch kam es ins eine. Und auch in der Qualität sind die alle eher noch ein Stück gereift und auch gerade wenn sie die alten Sachen dann spielen, kommt es einfach super. Es gibt einfach Bands und Leute, die sollten nie von der Bühne gehen. Ich glaube, Max Herre gehört dazu.